Ja, dann werden wir jetzt mal schauen wegen dem Code. Vielleicht kommen wir jetzt an den Tisch ran. Die Doktorin-Kacke ist ja nicht mehr da. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Vorher wollte ich schauen. Wir haben doch den kleinen Schlüssel und unsere Schublade war doch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie gesagt, auch wenn ich es schon mal gesehen habe, ich weiß auch nicht mehr alles. Ist auch schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe. Ja, ich habe es geschafft. Und da ist etwas drin. Cool. Was ist denn da drin? Benutzen. Benutze Familienfahrt ist der Bau mit. Mit mir? Nein. Ich will es nicht benutzen, ich will es untersuchen dann. Oh, meine liebe Familie. Ich werde es mit meinem Leben beschützen. Ich vermisse euch so sehr. Ich brauche euch wirklich hier bei mir. Ich werde mein Kästchen finden und zu dir gehen, Tante Grace. Ich weiß, dass Tante Grace gut für mich und Mr. Midnight sorgen wird. Ich wünschte, meine Eltern wären am Leben. Ist traurig, dass sie ihre ganze Familie so verloren hat. Und das mit 10, ich meine. Ihre Katze ist auch weg und sie hat nur noch ihre Tante, sitzt aber hier in der Klapse fest. Das ist schon kacke. Meine Haarklammer. Ich sollte sie weise einsetzen. Ja, vielleicht können wir sie ja kombinieren mit Haken. Das klappt nicht. Bild. Kombinieren mit Klammer. Ah, klappt nicht. Kombinieren mit Haken? Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, mal ausprobieren. Wir eigentlich das Ding da wieder selber reparieren können, damit die Alte vielleicht nicht mehr auf uns böse ist. Nein. Können wir nicht. Wir sind zu klein. Die Geschichte meines Lebens. Ich bin zu klein. So, aber jetzt können wir vielleicht lesen, was sie da gekritzelt hat. So. Obwohl sie hat ja nicht. Naja. Cool. Oh. Das hat sie wohl nicht gekritzelt. Ein Gewalttrauma kann große Auswirkungen auf ein Kind haben und ihr normales Leben radikal verändern. Zum Beispiel haben Kinder, denen ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, kleine bis große Defizite in einigen Bereichen, wie nahen Personen vertrauen, die Welt als einen sicheren Ort ansehen, Entscheidungen treffen, etc. Wegen dieser Auswirkungen können traumatische Erlebnisse zu verschiedenen Symptomen starker Geisteskrankheit führen, zum Beispiel andere Menschen nicht vertrauen oder sich in der Welt nicht sicher fühlen. Kann als paranoid eingeschätzt werden. Bin ich denn eigentlich auch paranoid? Einige Symptome da passen eigentlich auch zu mir. Naja, okay, egal. Das müssen wir jetzt ja nicht weiter vertiefen. Bild eines Gehirns. Oh, cool. Stirnlappen. Motorischer Kortex. Sensorischer Kortex. Scheitellappen. Hinterhauptlappen. Und Schläfenlappen. Interessant, interessant. So, was haben. Oh Gott, Krankenhausschrift. Zimmer nur Fliehe. Pflegebesuchsbericht. Krankenschwester Gladys Henner. Patientenname Frau Fran Bau Degenhardt. Psychischer Zustand nicht angegeben. Patientenverhaltensbeschreibung. Die Patientin schlief fest. Fast die ganze Zeit. Sie wacht nur auf, um etwas zu trinken. Aber ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Mein Gott, erstmal Schreibschrift ewig nicht mehr gelesen. Schreibschrift, alter Schwede, kann das von euch einer noch schreiben? Ich glaube, wenn ich mich anstrenge, kriege ich das noch hin. Also ich weiß gar nicht. Also ich habe damals in der Schule noch Schreibschrift gelernt. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Aber irgendwann so, ich weiß gar nicht. Ab der 4., 5. Klasse konnten wir dann schreiben, wie wir wollten. Deswegen schreibt einer von euch noch Schreibschrift? Würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein. Sie hat seit 3 Tagen keinen Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten, wann sie zum Spielen rauskäme. Duotine. Oh, das sind unsere Tabletten. 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gut, ich glaube mal, das Rätsel ist klar. So.
Kann ich einen Kaffee haben? Ich mag keinen Kaffee. Nee, mag ich eigentlich auch nicht. Trinken tue ich ihn trotzdem ab und an. Ich trinke lieber Energy. Oh, ich behalte diese Pflaster, um Blutungen zu stoppen. Ist definitiv ganz, gar nicht so verkehrt. Super auf! Was haben wir hier? Oh mein Gott, das ist schrecklich. Warum hat die Krankenschwester das? Sie will uns alle töten. Ich lasse das lieber so. Ich muss wirklich hier rauskommen. Ich glaube, hier ist die Medizin. Aber es ist abgeschlossen. Ja, und wie war das jetzt? A war, H war die 8. Ich denke mal, das ist das Alphabet einfach gezählt. Denn werden wir das wohl, denke ich mal, hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Untersuchen auf jeden Fall die Pflaster. Ja, immer erst anklicken. Kleine Pflaster, um Wunden zu heilen. Ja, cool, oder? Meine Medizin ist da drin. Ich weiß es. Ich muss den Code knacken. So, wir wissen ja jetzt schon, ne? Das H war die 8. So, und dann haben wir ja A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ist dann die 9. A, B, C, D ist dann die 4 und E ist die 5. Verdammt. 4, 5. Jawohl, das war jetzt nicht so schwer, das Rätsel. Die Medizin! Mein Kätzchen sagt, sie wird mir helfen. Oh, Medizin! Oh, Junge, oh, Junge. Die habe ich am liebsten. Ach, geil. Ja, ich liebe das, Alter. Ich liebe das. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Das ist der Oberhammer. Finde ich geil. Haha, feier ich so immens, ne? Pass auf, was du tust. Leere Flaschen. Ja, ich sagte das selber. Okay. Quatschen wir mal mit ihm. Raus, gruselige Kreatur. Was bist du? Ah, sag's mir. Du willst mich traurig sehen? Raus, gruselige Kreatur. Ich lass mich in Ruhe. Das ist doch nicht die Schwester, die hier gesessen hat. Anhand der Haare würde ich sagen, das ist die, die die Medizin gebracht hat, ne? Hallo, Frau Krankenschwester? Geht's Ihnen gut? Hallo, huhu. Ich glaube, mir geht's nicht mehr so gut. Können wir hier irgendwie ihr was mopsen? Ah, ja. Entschuldigen Sie, Schwester. Das könnte sehr nützlich für mich sein. Sie werden das wahrscheinlich nicht mehr brauchen, so wie sie aussehen. Klein und spitz. Könnte irgendwo reinpassen. Die Frage ist, wo? Ich war's nicht. Ja, sage ich auch immer wieder. Das ist so übel. Was geht hier ab? Guckt mal hier. Ah, ich finde das so geil. Zieht euch die Scheiße mal rein. Zieht euch die Scheiße mal rein. Ich finde das so krank. Mal ernsthaft, das ist so ein simples Click-Adventure, ne? Wo sich eigentlich niemand was Böses dabei denkt. Dann ist das auch so eine... Und die Dialoge auch schon so niedlich verpackt und alles. Und dann kommt das. Ernsthaft, ich feiere einfach diesen krassen Gegensatz. Das ist so geil, ne? Ich finde das so cool. Ich denke mal, ja, ich glaube, man merkt es mir an. Ich feiere das, das ist geil. Ah, okay, wir gucken weiter. Ich liebe das Spiel, ich finde es echt so Hammer. Oh, schläfst du, süßes Häschen? Ich weiß jetzt auch gar nicht genau hier von Kill Monday oder so. Sind das jetzt, glaube ich, die Macher da? Keine Ahnung, nennen die sich so? Egal wie. Die Macher von diesem Spiel sind einfach geil und sobald ich irgendwie höre, dass die neue Spiel rausbringen, will ich davon auch, das will ich auch sofort spielen. Ohne Scheiß, die sind einfach genial, die Leute. Finde ich gut. Finde ich einfach gut. Da, guck mal, geil. Ich finde das so gut. Oh, ist das mein Kopf? Gib mir meinen Kopf wieder! Geht einfach, ihr unheimlichen Kreaturen, aber vorher gibt mir meinen Kopf zurück! Was soll das? Die haben meinen Kopf geklaut! Vor allen Dingen, warum ist denn, sie hat ihr gelbes Kleidchen da an, ne? Ist ja so ganz niedlich, aber warum ist das hinten mit so komischen Schneiden zugemacht? Das sieht merkwürdig aus. Wo ist der Clown hin? Oh oh. Der Clown läuft hier rum. Da ist gerade eine Fliege übers Bild gelaufen, habt ihr gesehen? Könnte man fast denken, das ist... Ja, hier ist es schon wieder. Das ist aber nicht... Ja, man könnte fast denken, das ist auf dem eigenen Bildschirm. Sehr verwirrend. Ich hoffe, er ist nicht hier irgendwo.
sieht so aus, als wäre er dem Gemälde entkommen. Ja, ich hoffe auch, dass er nicht hier ist. Bringt das noch was da reinzugucken? Die Schublade ist leer. Guck mal, ganz viele kleine Hände hier. Ich weiß nicht. Wen hat sie getötet? Wer hat es getan? Ich siehste, genau. Wen hat sie getötet? Wer war's? Ich war's nicht. Ja, ich bin verwirrt. Ach, genial, Alter. Ich liebe das Spiel. Ich schon erwähnt? Ich glaube. Blut. Finde ihn. Geil. Jetzt gehen wir erstmal ganz pauschal hier runter. Hier stand doch vorher unser Bett. Ich meine, was wollen wir denn? Wo kommen wir jetzt hin? Oh. Nein, auf keinen Fall. Das können sie ihr nicht sagen. Aber sie muss es wissen. Sie können mich nicht von ihr fernhalten. Der Grund ist mehr als klar, Grace. Nein, ist er nicht. Ich will sie nach Hause bringen. Jetzt. Das können sie nicht. Friends mentaler Zustand ist noch nicht stabil genug. Was geht hier ab? Was? Muss ich sie wieder anklicken? Fan, aufwachen! War das echt? Oh, liebe Tante Grace. Ich frage mich, was sie mir zu erzählen hat. Der Doktor hat keine Seele. Ich gehe heute Nacht nach Hause. Genau. Auf deinem Drogentrip kommst du bestimmt raus. Läuft. Oh nein, Fuchs! Fuchs, nicht weinen! Nimm meine Hand. Als Taschentuch. Soll ich dich umarmen? Füchschen, warum bist du so traurig? Vielleicht weil er tot ist, Friend. Denk doch mal logisch. Kann ich ins Bett gehen? Oh nein, Fuchsi. Fuchs, nicht mein. Ach, das kennen wir schon. Dann schauen wir mal hier nach. Oh mein, wie sieht denn der Junge aus? Zum Glück was? Zum Glück Pfeil, Blutfleck. Geil. Oh, das Verschwommene hier. Das ist krass. Aber ich glaube mal, das liegt an unseren Tabletten. Wir haben halt keine klare Sicht. Wird ja auch mal mehr, mal schlimm, mal besser, mal nicht. Du kannst sehen. Die Geräusche. Cool. Krieg ich die Tür jetzt auf? Nö, auch nicht. Schade. Ich habe gedacht, auf unseren Drogen waren. So, der hier ist neu. Was ist los mit dir? Hallo? Oh nein! Oh, dein Kopf! Ja, lache! Ich versuche mal, deinen Kopf wieder aufzusetzen. Oh, tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen, Herr Hirsch. Ich versuche mal, wieder wegzugehen, weil ich kann dir nicht helfen. Was mit dir hier? Phil spielt mit seinem Onkel. Und sein Onkel ist verrückt. Verrückt! Phil weint. Oh, armer Phil. Siehst du? Du hast den Vogel getötet. Deine Mami ist nicht fröhlich. Onkel wird sterben. Er ist krank. Warum guckst du mich so an? Du machst mir Angst. Was ist das schwarze Ding da, das neben dir sitzt? Er sagt die Dinge. Kannst du sie hören? Er antwortet uns nicht. Sieht doch so aus, als wäre sie den Mund zugenäht. Oder sieht das nur für mich so aus? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Er sieht eh komisch aus. Ich weiß nicht, ob uns jetzt der Geist da irgendwas von Phil seiner Geschichte erzählt hat, was ihm vielleicht widerfahren ist, warum er überhaupt hier sitzt und so krank wurde. Diese Geräusche. Ich will hier raus. Warte mal, wir haben noch eine Haarnadel, ne? Komm, mit einer Haarnadel kann man immer alles aufdingsen. Zumindest geht das in Filmen so. Benutzen. Es passt. Aber da sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Wäre ich größer, könnte ich sie einreißen. Ja, warum bist du denn hier Little Hulk-mäßig und so ab durch die Tür? Schade. Schade, schade, schade. Man kann halt nicht alles haben, ne? Okay. Zwei Löcher. Ja, ist ja entweder nur der Haken oder hier, das hier. Oh, fantastisch. Mein ganz persönlicher Spezialschlüssel. Cool. Wir haben einen Spezialschlüssel. Ja, auf. Zum Glück. Oh, aber jetzt haben wir ihn nicht mehr dabei. Ist ja kacke. So, und ich bin jetzt mal so, da wir die Räumlichkeiten ja schon kannten, ich möchte die immer erst einmal im Normalen sehen.
Und dann gucke ich sie mir alle an in ihrer großen Kränklichkeit. Total toll. Finde ich toll. So, ist hier jetzt irgendwas, was wir machen könnten? Wir können rausgucken. Das Labyrinth. Da dürfen wir nie spielen. Warum eigentlich nicht? Wofür ist es dann denn eigentlich da? Wow, der Nebel ist echt dicht heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mich da drin verlaufen. Sven hat merkwürdige Wünsche, finde ich. Aber okay, sie ist auch in der Irrenanstalt. Hat irgendwie gesehen, wie ihre Eltern gestorben sind. Was will man erwarten eigentlich, ne? Oh, schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange. Ein Teddy und viele andere Sachen. Kuschel, kuschel, alte Dame, auf deinem Stuhl. Und dein Popo wird so flach wie dein Gesicht sein. Sie hat merkwürdige Lieder drauf. Also es kam ja zum Glück nicht aus meinem Mund. Sie hat's gesagt. Oh, echte Blumen. Die riechen so süß. Die Schublade ist leer. Okay. Sie malt ganz schön lauter auf dem Boden. Findet ihr nicht? Dieses Bett ist sehr pink. Warum? Na okay, man könnte das ein bisschen als einen pinken Touch sehen, ne? Dieses Bett ist sehr pink. Mehr hat sie dazu nicht zu sagen. Total entsetzt. Pink. Verstehe ich. Oh, es ist einer dieser stummen Clowns. Ich hasse Clowns. Ich habe so viele gesehen und sie sehen alle traurig aus. Dieser hier ist aber fröhlich. Gut für ihn. Reden wir mal mit ihr. Hallo? Du siehst sie. Oder etwa nicht. Was? Wen sehe ich denn? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Die Schatten? Meinst du die Schatten? Okay. Ich kann sie nicht sehen. Aber ich weiß, sie sind da. Du weißt, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Du musst es mir sagen, bitte, damit ich es auch weiß. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Jetzt lenk nicht ab! Ich mag es auch zu malen. Aber erzähl mir jetzt bitte mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Ja, ich will meine Katze finden. Und heul auch nicht rum. Mal eine Katze, wenn du keine hast. Ich könnte eine Katze malen, aber ich will meine wiederfinden. Deine Katze ist in Gefahr. Die Schatten nahmen ihn. Ich weiß es. Wer hat dir das gesagt? Der, der mir folgt. Tschüss. Hä? Wie jetzt? Das Gespräch ist noch nicht beendet. Stift! Ich male! Mit einem Stift! Ist ja spannend. Das sind meine. Meine Stifte. Ich denke, ich soll mir doch eine Katze malen. Kann ich ihn haben? Ich soll mir doch eine Katze malen. Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein. Dann kann ich nichts mehr grün malen. Das ist doch lächerlich. Denk mal drüber nach. Aber du hast doch so viele. Kannst du mir ihn nicht abgeben? Ja, viele Farben. Aber du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer mag das jetzt schon wieder nicht, wenn du malst? Was redest du? Du bist verrückt. Die Schwestern, sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Schwestern sind verrückt. Die sind eh nicht durch. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau. Mann, das ist ein kleines Mädchen, ne? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Wir müssen hier ihr Blatt angucken. Bitte heile mich, ja? Und stoppe die rote Milch. Ich schaue, was ich für dich tun kann. Ich helfe dir. Oh, tut mir das leid, ne? So, was ist überhaupt mit ihr? Adelaide. Huggins. Hutchin. Keine Ahnung. Alter 7. 7 Jahre. Oh, das tut mir in der Seele weh, ne? Geschlecht weiblich. Die Patientin war ein Opfer eines sexuellen Übergriffs einer unbekannten Person, bei dem sie beinahe starb.
Dieses Erlebnis verursachte auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Behandlung: Dr. Marcel Dern konnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. 17. März 1944. Ich werde mich dazu jetzt mal nicht mehr weiter äußern. Ich denke mal... Boah.